Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Make-up Masterclass mit Maxim. Ich bin Maxim und ich erkläre dir heute, wie du in wenigen Minuten, wahrscheinlich sogar in wenigen Sekunden, die perfekten Augenbrauen hinbekommst. Falls ihr mehr dieser Videos aus der Videoreihe Make-up Masterclass mit Maxim sehen wollt, ich habe eine ganze Playlist für euch angelegt. Dort erkläre ich euch nach und nach, Schritt für Schritt, sehr, sehr einfach erklärt, alles rund ums Thema euer Make-up und wie ihr eure Make-up-Schritte richtig oder besser machen könnt. Heute kümmern wir uns um die Augenbrauen und das ist ja ein sehr, sehr persönliches Ding. Und ich weiß, wir alle machen unsere Augenbrauen anders und wir alle finden andere Augenbrauen schön. Deswegen probiere ich so ein gutes Mittelmaß zu finden. Wir haben die Augenbrauen 2016 miterlebt, wo wir mit einer Pomade gearbeitet haben, die sehr stark konturiert waren. Heute möchte ich eine sehr natürliche Brau machen. Einfach, dass alles ein bisschen in Form gebracht wird und das auch sehr schnell. Falls ihr euch wundert, warum ich euch erklären möchte, wie ihr eure Augenbrauen zu machen habt, ich lasse meine Augenbrauen gerade wachsen. Ich habe die letzten 12 Jahre fast jeden Tag oder jede Woche meine Augenbrauen gezupft und ich möchte einmal wissen, wo meine Augenbrauen heute sind. Ich benutze auch gerade ein Wimpern- bzw. ein Augenbrauenserum, dass es alles wieder wächst, dass ich eine etwas neuere Form hinkriege. Irgendwann zupft man immer weiter, dann werden sie immer dünner. Falls ihr aus den 90ern kommt oder aus den frühen 2000ern, dann werdet ihr das wahrscheinlich kennen. Und ich habe da natürlich auch immer ein bisschen übertrieben, deswegen wundert euch nicht, dass da vielleicht das ein oder andere Härchen gerade zu viel ist. Ihr braucht für die klassische, recht einfache Augenbraue 3 Produkte. Einmal ein Spoolie, das ist ein kleines Bürstchen. Meistens ist da auch noch so ein Pinsel mit dabei. Ist einfach dafür gemacht, dass man die Haare der Augenbrauen gut in die richtige Richtung bürsten kann. Nummer 2 ist ein Produkt zum Fixieren der Augenbrauen. Ihr könnt entweder etwas aus dem High-End-Bereich benutzen. Dafür empfehle ich euch das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Oder, wenn es etwas günstiger sein soll, das Brow Lift von e.l.f. Ist fast dasselbe. Das von Anastasia hält nur noch ein Stückchen länger. Und zu guter Letzt ein Augenbrauenstift. Ihr könnt optional natürlich auch ein Augenbrauenpuder benutzen. Ich empfehle euch aber einen Stift, weil ihr damit viel präziser arbeiten könnt. Und meistens ist da auch so ein kleines Bürstchen schon mit dabei. Wir starten damit, dass wir die Augenbrauen erstmal in die richtige Form bürsten, trocken. Und dafür bürste ich einfach von unten nach oben alles in die richtige Richtung. Das muss jetzt noch nicht ordentlich sein. Es geht nur darum, dass die Haare nicht so wie hier kreuz und quer wachsen. Dann habt ihr auch schon die richtige Form. Was ich als nächstes mache, ist, ich arbeite erstmal mit dem Augenbrauenstift. Es gibt die Augenbrauenstifte auch mittlerweile sehr, sehr günstig in der Drogerie. Ich habe jetzt hier den Brow Wisp von Anastasia Beverly Hills, weil dieser sehr, 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 sehr lange auch auf der Haut hält. Ist eine sehr feine Spitze, mit der ihr eigentlich einzelne Härchen nachmalen könnt, ist jetzt aber schon ein bisschen zu weit. Ich möchte wirklich die Grundlagen der Augenbrauen haben. Ein kleiner Trick, um die Augenbrauen in die richtige Form zu bringen, ist der 3-Schritte-Trick. Und zwar gehen wir vom äußersten Punkt unserer Nase gerade nach oben und hier ist der vorderste Bereich unsere Augenbraue. Dieser Trick hilft euch, die richtige Form passend zu eurem Gesicht zu finden. Ich sehe es oft, dass viele zu weit nach vorne gehen, zu weit hier hinten hochgehen oder einfach zu lang oder zu kurz arbeiten. Der nächste Schritt ist außen. Dafür lege ich den Stift von dem äußersten Nasenflügel parallel an meinem äußeren Augenwinkel hoch und habe hier den perfekten Punkt für das Ende meiner Augenbraue. Und um den richtigen Höhepunkt eurer Augenbraue zu finden, legt ihn wieder am äußersten Nasenflügel an. Schaut einmal nach vorne und dort, wo die Pupille gerade nach vorne geht, einfach hoch. Das ist bei mir hier. Das heißt, wir haben 3 Punkte, die wir jetzt einfach nur wie bei malenden Zahlen miteinander verbinden müssen. Ich möchte aber eine natürliche Braue haben, deswegen arbeite ich nicht mehr in geraden Linien, sondern eher in kleinen, tupfenden Bewegungen, immer in Wuchsrichtung. Also nicht nach unten, sondern immer nach oben. Und dann hier hinten runter bis zu dem Punkt, den ich mir vorhin aufgemalt habe. Damit die Kante hier nicht so spitz ist, arbeite ich auch hier ein Stückchen weiter raus und arbeite hier vorne mit einem leichten Druck, nicht zu viel, in ganz fein ziehenden Bewegungen hoch, so als würde man einzelne Härchen nachmalen. Es geht aber nur darum, dass wir so ein bisschen mehr Fülle mit reinbekommen. Und dann nehme ich den trockenen Spoolie und arbeite einfach
von unten nach oben und blende das Ganze so ein bisschen aus. Probiert, dass es hinten dunkler ist als vorne. Sobald ihr hier vorne so einen Kasten habt, sieht das Ganze immer unnatürlich aus. Wir wollen das Ganze so natürlich es geht halten. Ganz wichtig, ihr könnt eure Augenbrauen natürlich so machen, wie es euch gefällt. Geht jetzt aber einfach durch die goldene Mitte und zeige euch den natürlichsten Weg. Jetzt können wir schauen, wo noch ein bisschen was fehlt und das fülle ich einfach ganz leicht hier unten auf. Ich probiere auch nicht mehr so komplette gerade Linien zu ziehen, weil ich finde, dass es immer so ein bisschen sehr hart aussieht. Wenn ich das in so leichten, tupfenden Bewegungen mache, habe ich keine gerade Linie. Ich kann sie aber so ein bisschen anpassen, dass es alles sehr harmonisch aussieht. Und üblicherweise könnte man jetzt die Härchen darunter so ein bisschen wegzupfen. Und ich glaube, ihr seht auch direkt im Vergleich den riesengroßen Unterschied. Das hat jetzt etwas länger gedauert, weil ich es euch erklärt habe. Im Grunde wisst ihr aber irgendwann, wo eure natürliche Augenbrauenform lang gehen sollte und dann geht das aus der Hand ganz einfach. Der nächste Schritt ist das Fixieren der Augenbrauen und dafür nehme ich dieses Augenbrauengel. Es gibt sie in flüssig, ich nehme gerne so eine Geltextur und nehme ein ganz kleines bisschen auf einen anderen Spoolie rauf und arbeite mir von unten nach oben, um die Härchen komplett zu sättigen. Dadurch verblendet ihr die Farbe darunter nochmal und dadurch sieht sie auch nicht ganz so hart aus. Und bürste alles nach oben und dann nehme ich den Pinsel und ziehe hier einfach alles lang und habe eine fertige Augenbraue. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich noch mit einem Concealer sauber arbeiten. Ich mache das meistens mit einer Foundation, wenn ich meine Foundation eh auftrage. So geht das Ganze ein bisschen einfacher. Empfehlung, wenn ihr einen kleinen Brow Lift haben wollt, setzt euch einen hellen Punkt hier unter die Augenbraue. Das geht vor allen Dingen sehr, sehr gut mit so einem weißen Kajal. Und ich glaube, der Unterschied ist eindeutig. Wenn ihr euch jetzt noch die Foundation auftragt, sieht das Ganze super natürlich aus. Ihr könnt das Ganze natürlich variieren, je nachdem, welche Produkte ihr mögt. Empfehlung von mir sind diese drei Produkte, weil man damit einfach die schnellsten und einfachsten Ergebnisse erzielen kann. Falls ihr mehr Tutorials für verschiedene Make-up-Steps sehen wollt, ich habe euch hier eine Playlist verlinkt. Dort findet ihr alle weiteren Produkte. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, welche Produkte ihr für die Augenbrauen benutzt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.